Abu Bakr, er sagt hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über zwei Menschen spricht, die sich miteinander bekämpfen, die im Gefecht sind, beide sind Muslime, einer wird getötet, beide sind im Feuer. Das ist für, dass der Mörder im Feuer ist, ist ja plausibel, lässt sich verstehen, der hat jemanden umgebracht. Warum ist aber der ermordet wurde, warum ist das Opfer auch im Feuer? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er hat auch darauf gezielt gehabt, seinen Gegner sozusagen zu töten. Hat es aber nicht geschafft. Also er hat es nicht geschafft, er wurde vorher vom anderen getötet, aber er hatte diese Absicht und feste Entschlossenheit, ihn auch zu versuchen zu töten. Und hier sehen wir, dass die entschlossene Absicht, wir reden nicht von Gedanken, die man mal hat, flüchtige Gedanken, die kommen und gehen und Ideen, die mal im Kopf auftauchen und wieder verschwinden. Wir reden von entschlossener Absicht, etwas zu tun, was nicht erlaubt ist. Und wir sehen, dass er dafür auch belangt wird, dass er dafür belangt wird, dass es ihm als eine Sayyi'a, das Gegenteil von Hasana, gut geschrieben wird in diesem Sinne. Feste Entschlossenheit, etwas zu tun, was verboten ist, ist ebenfalls eine Sünde. Wenn es dann tut, ist es eine zweite Sünde. Wie kann man das zusammenbringen mit dem Hadith, der einen, ich glaube, in den Sahihain auch überliefert ist, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah Ta'ala vergibt meiner Ummah, oder hat ihr vergeben, hat ihr ihre Gedanken vergeben, also Dinge, die in deinen Gedanken vorkommen, ma lam ta'mal au tatakallam, solange sie diese nicht umsetzen oder aussprechen. Solange sie diese nicht umsetzen oder aussprechen. Hiermit sind die flüchtigen Gedanken gemeint. Die flüchtigen Gedanken, die kommen und gehen. Solange man sie nicht umsetzt oder sie ausspricht, wird man dafür nicht belangt. Aber was hier in dem Hadith erwähnt wird, ist die entschlossene Absicht, etwas zu tun. Eine entschlossene Absicht, etwas zu tun, das ist nämlich eine Handlung. Die Niyya selbst ist ja auch eine Handlung des Herzens. Sah? Eine Entschlossenheit, etwas zu tun, das ist die Absicht. Na?